So. Okay, die sind beide zurück. Dann schicken wir die gleich wieder weg. So, wir machen jetzt erstmal die Story hier noch. Na, jetzt doch mal, du Dulli. Keine Sorge. Die sind wenigstens leichter als die Rackgule. Ist schon wieder ein Geschenk? Nö. Was muss ich denn jetzt hier genau machen? Zerstören. Okay, also da hinten ist irgendwas zum Zerstören. Rüstung 254. 15 Beherrschung, 17 Ausdauer. 30. Oh, Kira. Ey, das Outfit steht hier irgendwie. Wie siehst du mit den Schuhen aus? Ey, die gehören halt auch dazu. Aber die Schuhe waren halt besser. Mist. Oh, die sieht irgendwie, ja, sweet aus. Da hinten drinnen irgendwo. Dort, genau. Geben die dann auch nicht wirklich.
zerstören hier. Wo muss ich jetzt hin? Dahin. Und dann werde ich bestimmt noch dahinter müssen. Wow. Na dann. Gehen wir mal dahinter. Stirbt niemand. Es wären jetzt im Grunde noch 5 Stück. Da ist halt nur einer. Ja, komm. Dann machen wir die Bonusaufgabe ohne mit hier. Haben wir noch den Endulli dort. Bonusquest auch erledigt. Und hier kommt das Beinkleid von Kira. Hundertprozentig. Demi-Code. Ne, doch nicht. 257. 19 Beherrschung, 20 Ausdauer. Schildwert 14. Angriffskraft 14. Angriffskraft. Okay. Boah, das sieht halt richtig Baba aus. Du machst weiter einen Arm drücken, das schließt echt gut ab. Besorge die Republikanischen Datenaufzeichnung. Hier wird doch gleich wieder jemand auftauchen.
Nein? Doch. Alter! Der hat einen Blitzding. Rüstung, 12 Beherrschung, 12 Ausdauer. Rüstung, 306 Erz. Alter, das gleiche wie sonst auch. Jo, das können wir nicht nutzen. Gut, haben wir alles. Sind wir hier fertig, würde ich sagen. Das ist hier echt eine schwere Geburt in der Quest. Da muss ich lang, oder? Nee. Da lang. So. Zerstöre die giftigen Chemikalien, sammle Toxinat ein. Okay, jetzt müssen wir erstmal versuchen, hier rauszukommen, ohne ja, irgendwelche Probleme zu bekommen. Komm ich hier? Bitte! Ja, bitte! Nein! Ach, Mann. Da oben war's. Da muss ich hin. Also einmal hier rumgleiten. Ne? Wir haben ja jetzt Hecken 90, jetzt müssten wir das ja oft bekommen. Was ist das? Hecken. Ey. Warte mal, ich kann da was hacken? Alter! So schnell stirbt niemand. Holy shit, ey. Oh! Boah!
bleibt bei der Fähigkeit jetzt sein. Ich habe Credits bekommen. Ich bin hier gerade irgendwie voll falsch, habe ich das Gefühl. Alter, erschreck mich nicht so. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Aber wieder was zum Hacken. Ich hab's gesehen. Hinder. So viel Zerstörung. Ist das jetzt oben oder hier unten drinne? Kreditkasten. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel gibt das denn? Ich habe aktuell 186.612. Oh, wow, 50 Credits gibt es bloß. Aber immerhin besser als gar nichts. So, jetzt holen wir uns noch Starter Crown. Das war ja hier hinten irgendwo. Immer schön der gelben Linie folgen. Genau. Doch. Jo, ich höre schon. Ja, und das Hacken war sinnlos, man kommt da nicht rein. Man kommt von irgendwo anders rein. Das war arschklar. Selbst die fortschrittlichsten Droiden können aus dem Ohr eines Bunkers keine Tasche aus Schimmerseide machen. Ich verspreche mich, nächstes Mal zu bessern. Hm.
Da gibt's also doch einen anderen Weg rein. Aber wie? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Wie kommt man da rein? Huch! Cure of Speed. Irgendwo muss es einen Eingang geben. Okay. Alter, ich spiele auf Ultra und ja. Mann, ich will dieses scheiß Holokron haben. Alter Kira, was ist los mit dir? Uah, das war knapp. Was? Was hat die Frau gerade gemacht? Es muss auf jeden Fall in diesem Gebiet irgendwo hier einen Eingang geben. Zumindest so aus. So, in diese Richtung. Und ich denke mal, ab hier gibt es irgendwo eine Abzweigung. Entweder da lang oder da lang. Ich tippe mal auf hier lang. Ich nehme jetzt wieder mein Kleid da. Müsste es dann hier irgendwo eine Eingangsmöglichkeit geben. Aber wo? Das ist kein Eingang irgendwo hin. Ach, kommt schon. Wieder taufrisch. Na dann.
100% irgendwas mit dem ganzen Schrotthaufen zu tun. Okay, da oben geht's nicht weiter. Hier drin auch nicht. Dort in der Wand ist auch kein Loch, dass man da irgendwo reinschlüpfen könnte. Ich werde Taris nicht verlassen, bevor ich nicht dieses Dings da hab. No, ihr wisst schon, das Datacron. Vorher werde ich Taris nicht verlassen, das steht fest. Oder hat das doch was mit dem Ding dort zu tun? Das muss ich jetzt mal besiegen, Piratenplünderer. Hat das was hier mit zu tun? Ja, hier ist auf jeden Fall was zum Hacken. Bescheuert? Wusste ich's doch. Geil! Das ist auch weggeglitscht. Reden können wir später. Erst sollten wir vermutlich die Galaxis retten. Oh. Jetzt diese sogenannten Plünderer. Da drinnen. Ja, hier drinnen. Okay. Jetzt sieht mir das so ganz danach aus, als ob man da hinkommt. Ja.
Huch, da ist der Gorkenner. Da war ja gar keiner. Wir gehen erstmal dahin. Mal hier hin. Okay, hier geht's nicht weiter. Soldatenphase, okay. Okay, die Seite haben wir abgeschlossen. Jetzt gucken wir uns die Seite an. Ich habe Handschuhe für dich. 80, 17 Angriff, 16 Präzision. Nee, die sind schlechter. Danke. Ich müsste irgendwann mal hier wieder auslernen. Apropos auslernen. Ich hatte mich gerade gefragt, wie ich Ihnen noch besser dienen könnte. Ich fange sofort mit der Aufgabe an. Aber hier sieht es auch nicht so aus, als ob man zum Holochron kommt. So schnell stirbt niemand. Nee. Untersuche Rakul-Exemplar und bringe die Forschungen von Bruce an dich. So. Hier ist so ein Rakul. Moin, sagt Bescheid, wenn du keinen Hinweis willst.
Stolperfilm, hallo? Meinst du jetzt in Bezug auf das Startup-Drop, was hinter dieser Hype auf der Tür steckt? Damit ist für jeden Hinweis dankbar. Da bin ich für jeden Hinweis dankbar. Muss trotzdem noch dahin. Nur ein Hinweis Richtung Datacron. No, das ist das, was Schieß mich tot hier in der sinkenden Stadt ist. Also da bin ich für jeden Hinweis dankbar, wie ich da rankomme. Nicht. Brauchst du mir nur ungefähr den Hinweis geben. Denn ich habe meine Leute, mit denen ich in, die, in Gruppen spiele, die sind aber momentan offline. Und ja. Warte kurz. Nee, auch da, dann nicht, wenn es nur für einen Hinweis auf einem Radar oder so ist. Beschreib's einfach kurz, das reicht schon vollkommen aus. Und wenn du es sagst, nee, wenn du mich, wenn du in die Gruppe kommst, dann verrate ich dir, dass es so schlimm ist. Dann suche ich halt selber weiter. Keine Sorge. Ach, du hämmert dann auch Koordinaten. Okay. Gut, da werde ich schon mal nachgucken. Danke trotzdem. Ich möchte jetzt nicht unbedingt noch weiterkämpfen hier. Werde ich dann mal nachgucken. Du warst vorhin schon recht nah, musst nur am Boden bleiben. Okay. Wo ist denn der Dulli zum Quatschen? Meine Ergebnisse waren nicht ideal. Für dieses Versagen gibt es keine Entschuldigung. Ah, hier haben wir's.
Ihr habt euch die falsche Krankenstation zum Ausrauben ausgesucht, Hohlkopf. Durch die Tür kommen gleich 200 Todeskralle-Piraten. Ich hatte gehofft, dies friedlich zu lösen. Seht ihr die Leute, die hier liegen? Sie haben die Rakghul-Seuche. Wenn ihr mich berührt, stürzen sie sich auf euch wie die Hutten auf den gedeckten Tisch. Nur schneller. Und glaubt nicht, sie wären wehrlos. Das scheint nur so. Ich habe ein Serum, das glaubt ihr gar nicht. Das Serum ist mir mehr wert als Credits. Wartet, so viel haben wir nicht. Wenn ihr mir meinen Vorrat wegnehmt, werden sich diese Leute verwandeln. Wisst ihr, was das heißt? Ich werde sie alle erschießen müssen, sonst fressen sie meine Leber. Ihr seid doch Arzt. Synthetisiert eben Neues. Womit denn? Mit einem akademischen Grad von Trandosha? Mit hochmoderner Technik? Ich habe nur, was wir finden, und wir finden nicht viel. Der einzige Ort, wo noch etwas sein könnte, sind die Ruinen vom Dynamitgrund. Das war so eine Art Rakghul-Stadt. Wenn ihr das Serum wollt, holt es euch dort. Aber lasst uns in Ruhe. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Es ist dort. Ich schwöre es bei meiner ärztlichen Zulassung. Bei der echten. Alles klar. Alles klärchen. Gut. Dann werde ich jetzt mal zu den Koordinaten gehen, bevor ich weitermache. Oh ne, die sind schon wieder alle da. Och, kommt schon. Wieso respawnt ihr so schnell? Dingern ein. Hä? Oh nö, ich bin falsch gerannt. Oh Mann, ey. Kann ich nicht? Oh Mann. Und jetzt links rum.
Nö, ich will ja was von der Map sehen, auch wenn ich das meistens schon gesehen habe. So, Koordinaten 4, 4, 6. Und 4. Und Y. 3, 8. Dann hier in die Richtung. Ohne Kämpfer. So, 4, 4, 6. 3, 8, 9. Lass mich doch in Ruhe. Ja, ein Stückchen noch. Wow, ist das hier? So schnell, oh, danke! Och, hier gibt's auch eine Bonus-Quest. Wie ist denn das? Piratenmedizin. Ich wusste es. Ich habe es gestern im Stream gesagt, dass man da vielleicht mit einer Quest reinkommt. Ach, naja. Ich hole das Rakuserum. Das Rakuserum müsste dann da hinten drin sein. Serumlager, genau. Da gucken wir es mal oben nach. Schon, dass ich ihn finden werde. Das ist auch nochmal ein Serumlager. Okay. Ich habe noch nicht alle gekillt. Alter, warum ist er mit seiner Wampe weg? Kann man nichts anklicken. Ja.
Ach, ist doch schön, wenn man sich schon mal umguckt. Warum heilt die mich? Oh, nice. Attribute verbessern, wieder nur Beherrschung. So, haben wir das auch. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das. Ich habe das. Zwei, ich habe das. Drei. Ich habe hier hinten irgendwo eins sind vier. Oder habe ich schon alle fünf? Ich weiß das gar nicht. Aber das habe ich jetzt auch. Ich habe das Düsenantrieb. Ernsthaft? So, ich brauche noch drei Rakule. Ja, mal hier. Das Servo mal unten. Okay. Stopp mal. Gut, das ist die da. Icon. Die hat meinen Namen geklaut. Das warst du? Okay, nee, ist meiner. Ich heiße selbst im Real Life so. Also, du hast mir geklaut.
geradeaus recht aus. Nein. Tschüss aus. Pfui. Soldaten, ihr kümmert euch. Da ist Frau Doktor. Willkommen zurück. Analysieren wir die Proben und sehen wir mal, was wir da haben. Der Macht sei Dank für die gute tarisianische Lagerungstechnik. Ich war nicht sicher, ob man nach 3 Jahrhunderten noch etwas damit anfangen kann. Während wir warten, sind diese Proben mit einem Preis behaftet, von dem ich wissen sollte? Eine Abmachung mit den Piraten vielleicht? Keine Schwierigkeiten. Die Proben waren eingelagert worden. Ihr sagt das so leicht. So, da haben wir es. Die Seuche ist so virulent, da muss man nicht lange warten. Schlechte Nachrichten. Das Serum, das ihr beschafft habt, mag vor 300 Jahren gewirkt haben, aber seither ist die Rakul-Seuche mutiert. Das Serum wirkt nur bei Patienten mit einem ungewöhnlich starken Immunsystem. Kann man es nicht irgendwie verbessern, dann ist es so gut wie wertlos. Wie sorgen wir dafür, dass es gegen die heutigen Ragule wirkt? Die auch. Für den Impfstoff bräuchten wir einen glücklichen Überlebenden mit Antikörpern gegen die moderne Mutation der Seuche. Bisher hat niemand überlebt, aus ganz offensichtlichen Gründen. Aber das Serum könnte uns jetzt helfen. Wenn ich jemanden infizieren könnte, jemanden, den das Serum schützen würde, könnte ich die Antikörper entnehmen und einen Impfstoff herstellen. Wenn wir dadurch diese Kreaturen unschädlich machen können, bin ich dabei. Also ich... Und ich hatte schon eine Ansprache vorbereitet. Na gut. Ein Sanitätsdroide, CB084, beobachtet die Rakgule im Freien. Er kann die Antikörper beschaffen und mögliche Komplikationen verlangsamen. Wenn ich euch das Serum gegeben habe, müsst ihr es ausprobieren. Lasst euch von den Rakgulen angreifen und... Wir werden sehen. So. Injiziert das Serum, dann gehe ich. Bitte sehr. Ich hoffe, die Macht wird mit euch sein, denn die Wissenschaft ist am Ende. Okay, aber bevor wir uns anknabbern lassen, standardgemäß eine kleine 5-Minuten Pause, damit ich einen rauchen kann und meine Ex beschreiben wegen den Kindern. Also bis gleich nach der Pause. Rockstar, Dancer, Tiller, Drop, my love is a party, warum ist der Club?